Ey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück hier bei Prey. Wir sind wieder auf dem Weg dahin, wo wir uns um Techniker kümmern müssen. Oder Funken vermeiden, bis Reparaturen ab Warnung. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Bitte evakuieren sowie offene Feuer oder Funken vermeiden, bis Reparaturen abgeschlossen sind. Alles klar. Warnung. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Bitte evakuieren sowie offene Feuer oder Funken vermeiden, bis Reparaturen abgeschlossen sind. Alles klar. Oh. Diagnostiziere oberflächliche Verletzungen. Nichts, was ein Mädchen nicht heilen könnte. Danke. So. Bitte halten Sie still. Es dauert nur einen Moment. So, alles wieder gut. Mikrogravitation entdeckt. Ach, willst du mich verarschen jetzt? Um den kümmern wir uns gar nicht. Wir gucken lieber, dass wir hier... Dass wir hier irgendwie... zu dem Techniker kommen. Einfach mitten durch. Wahrscheinlich hier rein. Commander Dawn, hier spricht Caster. Mountain Dew wurde gesichtet. Ich wiederhole, Mountain Dew wurde gesichtet. Mountain Dew? Commander Dawn, haben Sie verstanden? Commander Dawn. Die Türen gehen wieder morgen. Gute Arbeit. Ich bringe den Rest meiner Truppe zur Atmosphärenkontrolle in der Lebenserhaltung. Wir jagen da als Blechdosen zur Hölle und sorgen dafür, dass es nicht noch mehr Unfälle auf der Station gibt. Dals gesamte Crew besteht aus angepassten Operatoren. Er hat den Fehler gemacht, seine Hoffnungen in eine Maschine zu setzen. Fleisch und Blut sind schmutzig, Morgan. Aber am Ende sind sie das Einzige, was zählt. Sehr gut. Der Upload wird jetzt fortgesetzt. Wir treffen uns im Arboretum. Wir haben wichtige Arbeit vor uns. Okay, Arboretum. Ich sag das so, weißt du? Okay, Arboretum. So, als ob ich wüsste, wo zur Hölle das ist. Oh, warte mal, hier ist eine Wand. Gehst du nicht irgendwo raus? Ich hoffe, dass wir jetzt richtig fliegen. Ich weiß es nicht. Warte, wenn uns irgendjemand beobachten könnte, ne? Wie wir hier lang fliegen, irgendwo im Weltall. Mit einem Schraubenschlüssel in der Hand. Die denken, oh, wir haben hier... Nehmen ja alle Zipfel an der Klatsche. Was ist denn hier das Arboretum? Ich glaube, da stand gerade, genau. Nice. Und da ist natürlich auch noch so ein scheiß Operator. Der uns aber mal getrost am Arsch lecken kann. Fun Fact übrigens. Die Ladezeit, wenn man hier von draußen reinkommt, ist immer genau so lang, dass man eine Mini-Salami essen kann. So, damit das mal wisst. Das haben wir ja repariert. Ey, willst du mich verarschen? Ich wusste es. Ich wusste, dass da ein Eingang ist. Ich
gebe dir meinen Zündschlüssel. Aber hör mir bitte erst zu. Dann kannst du die Talos immer noch zerstören, wenn du das für richtig hältst. Aber das tust du nicht. Nein. Ich habe immer gedacht, dass wir nicht mit dem Feuer spielen können, ohne das Haus abzufackeln. Aber du hast mich überzeugt. Du hast mir gezeigt, dass nichts unmöglich ist. Wie hoch der Preis auch sein mag. Dieser Teil von dir ist immer noch da. Wir schreiben Geschichte morgen. Nicht diese Blutsauger im Transtar-Vorstand. Nicht Mama und Papa. Du und ich. So wie geplant. Unsere Daten bestätigen deinen Verdacht. Die Koralle sendet ein Neuralsignal. Eine geheime Botschaft hinaus ins All. Ich will wissen, welche Botschaft das ist und an wen sie sich richtet. Mhm. Du weißt es. Seit wir erstmals die Teil von Neuromods testeten, weißt du's. Dieser Fabrikatorplan ist für den Prototyp des Nullwellengeräts. Es fängt das Signal der Koralle ein und nutzt es, um allen Typhon-Organismen einen heftigen Schock zu verpassen. Nimm es. Und der Zündschlüssel, wie ich... Was? Morgen! Wow. Ach du Scheiße. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Huch. Nein. Scheiße, ey. Ich bring ihn einfach hier rein. Rette Alex. Ja, alles schön und gut. Gib mir alles mit, was du hier... was du hier drin hast. Und dann machen wir zu. Und jetzt? Wohin? Reaktorkontrolle. Morgen. Danke für das, was du getan hast. Du hättest mich dem Tod überlassen können. Es ist jetzt wichtiger denn je, dass wir die Sache auf die richtige Weise beenden. Nimm das Nullwellengerät an dich. Ich gehe auf die Brücke, sobald ich wieder bei Kräften bin. Okay, scheiße. Wo muss ich hin? Das Gerät muss im Zentrum der Koralle in der Psychodonie platziert und von einem Terminal von der Brücke aus aktiviert werden. Oder den Selbstzerstörungs... Ja, die Frage ist, wo ist denn hier ein Fabrikator gewesen? Beziehungsweise wir wissen, wo ein Fabrikator ist. Morgen. Sind in der Lebenserhaltung. Alles sicher. Die Luft hier ist auch okay. Ich habe gute Leute gegen die Blackboxen verloren. Dai war nicht hier. Wenn sie ihn vor mir sehen, erledigen sie ihn. Elazar, over. Und zwar hier unten war einer. Ich weiß nicht, wie ihr entscheiden würdet, Leute, und ich kann euch leider auch nicht fragen. Aber ich denke mal einfach, weißt du, diese ganzen Opfer und so. Ich bin kein Fan davon, irgendwie Gott spielen zu wollen. Weiß Gott nicht.
Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Hier ist kein Strom drauf. Scheiße! Was machen wir jetzt? Außerhalb der Stadt. Das Gerät muss im Zentrum der Koralle in der Psychotronik platziert und dann von einem Terminal von der Brücke aus aktiviert werden. Psychotronik. Terminal von der Brücke aus. Ach du Scheiße, das ist doch alles am Arsch der Welt wieder. Alter, wie kamen wir in die Psychotronik? Willst du mich verarschen? Über Guts. Wir könnten auch außenrum fliegen einfach. Wenn's denn geht. Aha, warte mal, da zeigt er mir an, dass zu ist, ne? Luftschleuse, Sperre. Psychotronik. Fuck. Also über Guts. Morgan, Sie haben Alex Appell vorausgeahnt. Ihre Verbindung, Ihre Geschichte. Sie haben mich darauf programmiert, ihn Punkt für Punkt zu widerlegen. Aber wir können das überspringen. Ein Typhon von der Größe eines Wolkenkratzers verspeist gerade die Talos 1. Daher hat Alex Unrecht. Zerstören Sie die Station, wie geplant. Dann wird das Monster ebenfalls vernichtet. Ey Leute, der hat aber auch nicht Unrecht, ne? Er hat nicht Unrecht. Das ist das Schlimme, er hat halt nicht Unrecht. Dieses Riesenvieh hier, Alter, das können wir nicht einfach durchgehen lassen. Leute, was mach ich jetzt? Was mach ich jetzt? Was mach ich jetzt? Was mach ich jetzt? Wir jagen das in die Luft. Ich fühle mich sowieso nicht so wohl dabei, ich sag's ganz ehrlich. Weißt du, dieses ganze, wir spielen jetzt Gott und so, das gefällt mir null. Progravitation entdeckt. Wenn Ihnen das noch nicht in den Sinn gekommen ist, wird es das. Tun Sie es nicht. Ich kann nicht vorhersagen, was beim Scannen des Apex geschieht. Aber meine Modelle deuten auf Leid hin. Forschung abgeschlossen. Das Ganze muss nämlich enden. Das muss hier einfach enden. Die Frage ist bloß... Die Frage ist bloß, wo zur Hölle wir jetzt lang müssen. Lobby, hier ist die Lobby. Was wir auch brauchen, nur mal so dahingesagt, ist ein Fabrikator. Ach, fuck you, Chefkoch. Müssen wir die Lebenserhaltung? Ich kann mir das einfach nicht merken, von wo wir nach wo kommen. Lebenserhaltung. Von da kommen wir ins Kraftwerk. Ja, und da müssen wir ja hin.
Genau. Alter, habt ihr... Alter, das ist überall! Das ist nur so ein normaler, den kriegen wir platt. Kennen wir ja schon alles. Ich muss gerade wieder wachrufen, wo wir hier sind. Moment, das sind unsere Geschütze? Okay, Moment, warte. Map. Haben wir hier einen Fabrikator? Fuck. Nicht mit mir. Auf den Poltergeist habe ich jetzt gar keinen Bock. Ihr seht auch, das sind so viele. Da kannst du schon gar nicht mehr. Oh, Fabrikator. Haben wir. Scheiß abartige Forschung. Mittlerweile bin ich richtig zufrieden mit meiner Entscheidung, das hier alles in die Luft zu jagen. Danke. Fertig. Achtung. Warnung. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Ach ja, da war ja bitte was. Bitte evakuieren sowie offene Feuer oder Funken vermeiden, bis Reparaturen abgeschlossen sind. Ich finde, das ist die richtige Entscheidung. Das Teil einfach in die Luft jagen. Alles töten, was hier drauf ist. Natürlich unschuldige Wissenschaftler. Das stimmt schon. Aber seien wir mal ganz ehrlich, lieber die als die komplette Menschheit. Au. Oh oh. Warte mal, unten ging's lang. Okay, Leute. Um all unsere Fehler wieder gut zu machen. Töte sie. Dann noch eine Dosis von Morgens Zellkultur. Tun sie's. Was? Gut gemacht. Der Reaktor ist vorbereitet und kann fast 30 Megatonnen liefern. Mehr als genug.
Wir treffen uns für den letzten Teil auf der Brücke. Beeilung, Morgan. Wenn wir zu spät kommen, bleibt nichts mehr zum Sprengen übrig. Wie komme ich denn jetzt auf die Brücke? Diese Kopfschmerzen werden schlimmer, als ob man Zähne kriegt. Nur im Gehirn. Spüren Sie es, MU? Die Schreie werden lauter, kommen näher. Sie kommen wohl aus der Zukunft, MU. Von den Menschen auf der Erde. Wie von einem Tier in der Falle. Alter, der Typ, der ist doch völlig... Allein schon, weil wir den mit in die Luft jagen, finde ich, ist das die richtige Entscheidung. Kann ich Ihnen helfen? Man sieht es auch, müsste eigentlich schon lange tot sein. Warnung, Warnung. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Bitte evakuieren sowie offene Feuer oder Funken vermeiden, bis Reparaturen abgeschlossen sind. Warnung. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Warnung. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Bitte evakuieren sowie offene Feuer. Offene Feuer vermeiden, alles klar. Hatte jetzt sowieso nicht die Zeit für eine Raucherpause. Ob der Riesentaifun schon weiß, was passieren wird? Spritzen Sie noch etwas mehr von Morgans Serum. Kommt mir irgendwie so seltsam vor, Alter. Das würde ja nur meine Theorie bestätigen, dass wir in Wirklichkeit ein Taifun sind. Nun, wir bekommen irgendwie von Morgan Neuromods gespritzt oder wie auch immer das zusammenhängt. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo ich hin muss. Puh. Auf die Brücke, also ins Arboretum. Ganz nach oben. Ja Leute, wenn wir eh einen Teil... Ich bin der Meinung, nach wie vor, das hier ist nur eine Simulation. Und die Flashbacks oder diese komischen Visionen, die wir haben, das ist, weil wir langsam... What the fuck? Weil wir langsam aufwachen. Aus diesem ganzen Scheiß-Albtraum. Beziehungsweise aus dieser Simulation. Das ist so, wie er es gesagt hat, Alter. Die wissen ganz genau, was wir vorhaben. Mikrogravitation entdeckt. Oh nee. Stimmt, da war ja was. So, die Brücke. Ich weiß ungefähr, wo ich lang muss. Unser Freund, der Technik-Operator. Was geht? In diesen Erscheinungen sieht es halt auch immer so aus, als ob da Alex wäre und ein paar Operator, die uns reparieren oder am Leben halten. Können wir ja mal hacken. Angefordert. Alter, waren wir hier? Wir waren hier noch nie, ne?
Scheiße. Da geht's hoch. Ist hier ein Observationsdeck. Das ist nice. Aber jetzt bin ich natürlich... Was redet da mit mir? Morgan. Morgan? Vielleicht. Ich nehme eine Person wahr, die wie Morgan Yu aussieht. Morgan, seien Sie vorsichtig. Ihr Bruder ist labil. Eventuell lässt er die Selbstzerstörung nicht zu. Und er ist bewaffnet. Labil? Ist das ein Witz, Operator? Diese Maschine hat dich verdorben. Hat es dir gesagt, dass es dich nicht von der Station lässt? Los, sag es ihm. Ihr Bruder hat recht. Wenn Sie die Talos 1 zerstören, muss ich laut Anweisung dafür sorgen, dass Sie mit ihr untergehen. Aber das wussten Sie ja schon. Es war Ihre Idee. Niemand bei vollem Verstand würde solch einem wahnsinnigen Plan zustimmen. Das ist nicht richtig. Die Geschichte ist voll von Beispielen der Selbstaufopferung zum Wohle anderer. Sagt sich leicht, wenn es nicht um die eigene Haut geht, Roboter. Tut mir leid, Morgan. Du hast keine Ahnung, was das überhaupt bedeutet. Ich werde diesen Unsinn beenden. Ihr Bruder ist nur betäubt. Sobald Sie jedoch die Selbstzerstörung aktivieren, wird sich das ändern. Sie aktivieren die Selbstzerstörung trotzdem. Oder bitte denken Sie daran, dass ich auf Ihren Befehl handle. Ja, warte mal. Was? Also das war gerade ein Shuttle. Wir haben gerade ein Shuttle haben explodieren lassen. Ich meine, hier darf halt nichts von der Station runter. Gar nichts, ne? Ja, Leute, ey. Geben Sie den Sprengbefehl an Captain Marks Terminal. Ich glaube, das ist die richtige Entscheidung. So richtig weiß man es nie, aber... Das, was hier passiert ist, Alter, das ist, wenn Leute versuchen, Gott zu spielen und... Das muss aufgehalten werden. Guten Abend, Talos. Abendessen wird von 18 bis 20 Uhr in der Kantine serviert. Dazu kommt's nicht mehr. Warnung. Drohende Reaktor, die... Es ist erledigt. Ihre gesamten Anweisungen wurden umgesetzt. Alle bis auf eine. Wenn die Station in die Luft fliegt, werden der Apex-Typhon und davon abgeleitete Technologien zerstört. Auch Sie. Aber das wissen Sie bereits. Immerhin war es Ihre Idee. Ihre Alien-Neuromods würden bei der Rückkehr zur Erde ein inakzeptables Risiko darstellen. Nehmen Sie Platz, Morgan. Sie können in Ihren letzten Augenblicken auch die Aussicht genießen. Warnung, drohende Reaktordetonation. Geil, Alter. Talos 1, bitte evakuieren. Der Untergang der kompletten Station. Und wir sitzen in erster Reihe. Wie geil. Oh, what the fuck. Ich habe immer diesen Traum. Es ist vollbracht. Wie ist es gelaufen? Aktivierung der Spiegelneuronen ist vielversprechend. Empathiequotient ist im mittleren Bereich. Es denkt wahrscheinlich, es träumt, dass alles egal war. Sie gehen davon aus, dass es wie wir denkt. Sein Leben hängt davon ab. Unseres auch. Es läuft alles auf seine Entscheidungen hinaus. Es hat mich getötet. Warum, ist schwer zu sagen. Es hat mehrere Typhon-basierte Neuromods installiert. Das könnte eine instinktive Rückkehr zu seiner Art bedeuten. Oder einen Versuch, beides zu vereinen. Michaela?
Ich bin gestorben. Vielleicht hätte es meinen Tod verhindern können. Ich weiß es nicht. Würden Sie es leben lassen? Ja. Sarah, Sie sind die Nächste. Die Situation im Frachtraum war schlimm. Keiner von uns hätte ohne seine Hilfe überlebt. Und es hat auch viele Typhon auf der Station vernichtet. Das muss ein gutes Zeichen sein. Außerdem durchkreuzte es Dahls Plan, uns als Geiseln zu benutzen. Wäre das einer meiner Officer, bekäme es von mir eine Auszeichnung. Danielle, was meinen Sie? Es hat mich gefunden. Obwohl es das nicht musste. Ich habe es gebeten, Volontär 37 aufzuhalten, aber es hat ihn am Leben gelassen. Könnte auf geringen Vergeltungswillen hindeuten. Viele von den Typhon-kontrollierten Menschen starben. Nicht, dass es leicht zu vermeiden gewesen wäre, aber ich glaube nicht, dass es das Risiko wert wäre. Schließlich wollte es die Talos 1 zerstören. Warum? Um die Erde zu schützen? Wir können nicht genau sagen, was seine Motive waren. Aber wir müssen eine Entscheidung treffen. Du kannst uns hören, oder? Hier. Ich möchte dir etwas zeigen. What the fuck geht hier ab? Es war eine Simulation. Was du erlebt hast, war eine Nachbildung, basierend auf Morgans Erinnerungen. Das ist die heutige Welt. Ach du Scheiße. Jahrelang haben wir versucht, deine Fähigkeiten in uns zu integrieren. Andersrum haben wir es nie versucht. Bis jetzt. Du bist die Brücke zwischen unseren Spezies. Ich muss wissen, ob du uns sehen kannst. Also wirklich sehen. Falls ja, nimm meine Hand. Wir lassen es krachen. Wie in alten Zeiten. What the fuck? Was? Was? Leute, ich bin mehr kaputt jetzt im Kopf. Aufgrund der Tatsache, dass ich tatsächlich recht hatte. Zumindest damit, dass das eine Simulation... Habt ihr unsere Hand gesehen? Wir sind ein Typhon. Ich hab recht gehabt? Alter, mein Hirn... Pff. What the fuck? Die Erde ist schon längst zerstört? An was forschen die dann? Alter, was? Leute, das war Prey. What the fuck? Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Wenn ja, dann sehen wir uns in einem der kommenden Projekte oder die laufenden oder irgendein altes Projekt wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann hoffentlich demnächst wieder. Und denkt immer dran, ich bin und bleib auch dann noch euer Semi. Bis dahin, what the fuck?